Dankeschön. Habe Friedmann, herzlich willkommen. Ich wollte gerade schon anbieten, aber wenn ich mir anschaue, was in den letzten 4 Monaten aus dieser Bewegung geworden ist, und ich vergleiche das mit dem Transparent, das ich da hinten hinter der Bühne gelesen habe, dann glaube ich, dass wir das schaffen. Da hinten steht nämlich ein Datum, August 2020. Und darunter steht Global General Strike. Und ich frage euch eines, glaubt ihr, dass wir bis 2020 100 Millionen oder 200 Millionen motivieren können, bei der Sendenbewegung mitzumachen? Es kann nicht sein, dass die honorigen Politiker anlässlich des morgigen Tages in den Mainstream-Medien hergehen und sagen, wir würdigen den Herrn Stauffenberg, weil er Widerstand gegen eine Diktatur geleistet hat, aber auf der anderen Seite Leute wie euch diffamieren und an den Rand drängen wollen, die letztlich nichts anderes tun, als sich für den Frieden einsetzen. Und dass dieser Frieden, ich will was sagen, warum hat dieser Frieden einen Nutzen? Die Mutter Teresa hat das einmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Die hat einmal gesagt, das Leben ist Liebe. Liebe ist die Frucht von Frieden. Und Frieden ist die einzige Lösung für alle Probleme der Menschheit. Und das ist so. Weil wenn wir uns vertragen, geführt, dass wir in Gefolge eines anderen Österreichers, der 1945 verstorben ist oder sich selbst hingerichtet hat, heute noch immer ein Problem haben, dass ich als Österreicher als Problem sehe, dass wir auch von Österreich aus in Angriff nehmen müssen, weil wir nicht nur Palästina und diesen Konflikt mit Israel, sondern alle Konflikte auf der Welt versuchen müssen, aus dieser Welt zu schaffen. Und die Frage ist, wie können wir das? Weil wenn ich sehe oder höre, dass heute 7.000, 8.000 Leute hier schon waren, dann glaube ich... Oh, Entschuldigung. Jetzt sehe ich euch aber schwieriger. Ja. Vielleicht hat jemand eine Sonnenbrille für mich. Nein, aber wirklich, jetzt Spaß beiseite. Pass auf, ich schaue vielleicht nicht so aus, aber ich bin ein furchtbarer Romantiker. Ja? Und ich stelle mir ja Folgendes vor. Ich habe mir, als ich heute hierher gekommen bin, habe ich mir die Frage gestellt, wie könnte man dieses Beziehungsverhältnis, das aktuell Europa, insbesondere Deutschland, mit Amerika hat, beschreiben? Und als Romantiker, ich bin ein hoffnungslos verlorener Romantiker und schreibe auch darüber Geschichten und Bücher, als Romantiker stelle ich mir das so vor, wenn ich heute eine junge, hübsche Lady davon überzeugen möchte, mit mir ein paar Stunden zu verbringen, dann habe ich 2 Möglichkeiten, sie dazu zu bringen, ihre Bluse zu öffnen. Ich kann ihr den Revolver auf die Schläfe setzen oder ich kann sie mit Poesie davon überzeugen, dass sie es selbst tut. Wenn ich das mit dem Revolver mache, macht sie es nicht freiwillig. Mit der Poesie macht sie es freiwillig und ich glaube, wir haben noch wesentlich mehr Spaß dann auch daran. Was ich aber damit meine ist, wenn Europa in der Lage ist, sich als Lady, als gute alte Lady, die letztlich Amerika ermöglicht hat und auch Amerika entdeckt hat, wenn Amerika in der Lage ist, wenn Europa in der Lage ist, ihr Selbstbewusstsein wieder so zurückzuholen, dass sie verdient hat und sich nicht einem halbstarken, protzigen, schwer bewaffneten Idioten unterwirft und sagt, wir machen alles bedingungslos, was du machst, dann haben wir unsere Zukunft der Kinder verkauft und das können wir nicht tun. Und ich werde euch sagen, wenn ich jetzt euch aber frage,
Wie fühlen wir uns als Europa, wenn wir mit Amerika im Moment gerade aktuell über das Handels-, über das internationale Handelsabkommen verhandeln, meistens hinter verschlossenen Türen? Wie fühlen wir uns als Lady? Machen wir freiwillig unsere Bluse auf oder fühlen wir uns dazu gezwungen? Und wenn wir uns dazu gezwungen fühlen, dann ist das ein Zeichen. Ein Zeichen, das wir setzen müssen. Und ich bin froh, dass es mittlerweile finster ist, weil ursprünglich war ich vorgesehen für 20.45 Uhr und da war es noch recht hell. Und ich habe mir Folgendes gedacht. Ich möchte euch jetzt zu etwas einladen. Und zwar deswegen, weil Berlin ein historischer Ort ist. Von hier aus wurden nicht nur Weltkriege gelenkt und gesteuert, sondern hier sind auch Leute gestanden in dieser Stadt. Und die haben einmal relativ berühmte Worte gesprochen. Eines davon war von Kennedy, das wissen wir. Ich kann mich dem nur anschließen, denn ein Sommerurlaub in Berlin ist etwas sehr Schönes, kann ich sagen. Ich hoffe nur, dass man mir das Strandbad irgendwann einmal zeigt. Aber ich habe folgende Idee. Wenn es möglich ist, dass ein Kennedy hier in Berlin eine Welle der Begeisterung auslöst, die letztlich auch in einer Antikriegsbewegung dann oder in die Antikriegsbewegung der Love, Peace and Freedom Ära, der Woodstock Ära gemündet hat. Und wenn ein Ronald Reagan in der Lage war, 1987 im September hier einen ganz einfachen Satz auszusprechen, der dazu geführt hat, dass dann im September 1991, 4 Jahre später, die Sowjetunion zerbrochen ist und auch Berlin sich 2 Jahre vorher befreit hat von der Mauer, dann habe ich folgenden Gedankengang. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, was der Reagan 1987 gesagt hat zu seiner Zeit zum Herrn Michael Gorbatschow. Da ist er vor der Mauer gestanden, ich glaube es war am Brandenburger Tor. Und er hat gesagt, Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Ich denke mir Folgendes. Wenn es schon Berlin sein muss, dann sollen wir heute hier nach Amerika eine Botschaft schicken an den Herrn Obama. Und die lautet folgendermaßen: Mr. Obama, tear down the Patriot Act, denn das ist das, was uns nur Krieg bringt. Ich glaube, das wäre eine romantische Idee. Und wie man das unter Beweis stellen könnten, wäre möglicherweise mit einer Sache, mit der wir ja schließlich andere Leute auch noch begeistern wollen. Denn das, was wir tun müssen, ist das, was die tun. Was erklären die zu ihrem Ziel? Mit Profit. Wachstum. Wir müssen wachsen. Denn Wachstum heißt Dominanz und Dominanz heißt Monopol. Und ein Monopol auf den Frieden, das haben nur die, die es ehrlich meinen. Aber nicht die, die es nur vorwenden, aber in 130 Ländern ihre Niederlassungen und ihre Stützpunkte unterhalten. Mit unserem Geld. Und daher glaube ich, dass wir diese Bewegung mit vielen anderen Bewegungen auch noch verbinden können, indem wir ein Zeichen geben. Und dieses Zeichen habe ich jetzt, als ich vorhin hinten ein kleines Bier getrunken habe, habe ich mir gedacht, wie bezeichne ich das? Ich muss einen Namen finden. Und ich bezeichne es jetzt als Peace Flash. Was ist ein Peace Flash? Ein Peace Flash wäre für mich jetzt Folgendes, und ich habe da so eine Vision, wenn man ja aus dem Weltraum in der Nacht unseren Planeten oder unsere Kontinente betrachtet, dann wirken unsere Großstädte ja wie kleine Galaxien, die irgendwo in der Finsternis herumschwirren, und dazwischen ist es finster. Aber es wäre für mich irrsinnig interessant, aus dem Weltraum beobachten zu können, wenn sich beispielsweise 152 Städte weltweit an einem und demselben Tag zusammenfinden, jeweils in ihrem Kontinent, in ihrem Landgebiet, und alle zugleich
in derselben Sekunde mit ihrem Handy, mit der Fotoanwendung, den Blitz aktivieren und in den Himmel blitzen. Das wäre für mich ein Peace Flash. Und das möchte ich jetzt mit euch machen. Ich weiß nicht, wie viele ihr Handy da haben, aber ich möchte, wenn das möglich ist, vielleicht auf die Kamera aufzeichnen, dass wir auf Kommando an den Herrn, an den Herrn Obama nach Amerika alle zugleich mit unserem Handy einen Blitz loslassen, einen Lichtblick, den wir nach Amerika schicken mit der Botschaft Tear Down the Patriot Act. Weil das ist das, dass wir wirklich auch als lebendige Bewegung zeigen müssen. Licht in die Dunkelheit bringen, in die Finsternis von diesen Leuten. Also, wollen wir das? Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Gut, also, dann holt eure Handys raus. Ich habe leider keins jetzt eingesteckt. Wir nehmen das jetzt auf Kamera auf, wir machen dann ein Foto draus und schicken das aber dann wirklich nicht nur an unsere Regierungen in Europa, sondern auch nach Amerika. Als Botschaft einer Bewegung, die erst vor 4 Monaten begonnen hat und die Chance hat, von Berlin aus Deutschland zu erobern, von Deutschland aus Europa zu erobern, von Europa aus Amerika zu überzeugen und mit Amerika gemeinsam die ganze Welt zu überzeugen. Weil unser Vorteil, den wir haben, ist der, wir müssen nichts erobern, wir müssen nur begeistern. Das ist das, was das menschliche Herz wieder braucht, einen Geist für Versöhnung, für Umkehr, für Gleichberechtigung und für ein Ende dieser Unterdrückung. Und dafür werde ich mich immer zur Verfügung stellen und kommen. Aber jetzt machen wir das mit dem Blitz. Pass auf, ich sehe da nämlich schon einige Lichter. Also, ich habe jetzt... Bitte? Hoffentlich stört man den Satellit ab. Ich habe es nicht verstanden. Was hat er gesagt? Hoffentlich ist der Satellit an. Ach so, der Satellit. Also, pass auf. Wenn es Sydney schafft, in 7 Jahren mit der Earth Hour, die haben begonnen vor 7 Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man im April für eine Stunde in der Nacht den Strom abdreht, also das Licht, ja, haben nach 7 Jahren 152 Städte, na plötzlich 152 Nationen, über 8000 Städte haben es geschafft. Dann können wir das auch schaffen, oder? Also, wir fangen heute hier in Berlin an mit einem Peace Flash und einer Botschaft an Barack Obama. Und ich würde vorschlagen, ich zähle halt einfach runter von 5 auf 0 und dann blitzen alle mit ihrem Handy in unsere Richtung, damit wir schön fotografieren können. Wir können natürlich auch einen Test machen und dann einen zweiten Durchgang. Also, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Wollt ihr noch eins? Ja! Machen wir noch eins. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Cool. So. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nur 15 Minuten von der Regie bekommen. Ich schaue nicht auf die Uhr, ich habe auch nie ein Konzept bei mir eingesteckt. 2 Minuten habe ich noch, höre ich gerade. Von meinem Buch, glaube ich, will ich nichts erzählen. Etwas, was ich euch aber verraten kann, ich hatte gestern kurzfristig, nachdem ich meine Engeln, weil in Österreich ist es ja so, dass wir im Monat schon einen Traffic von ungefähr, na, das wäre vergleichbar mit Deutschland, 1,5 Millionen im Monat auf meiner Homepage. Nun, auf mir lastet eine relativ große Verantwortung, weil ich durch mein Buch, das ich jetzt veröffentlicht habe, knapp 400 Milliarden Euro Bilanzsumme auf meiner Schulter trage. Das ist nicht leicht. Und im Moment fechte ich einen furchtbaren Kampf mit dem ganzen Bankenapparat in Österreich aus. Und die haben natürlich ihre Schergen ausschwärmen lassen und lassen mich überall verfolgen, weil sie eine Beugehaft beantragt haben, damit ich mich ihren Vorwürfen stelle. Weil es geht letztlich um den Wahrheitsbeweis. Und dieser Wahrheitsbeweis dreht sich darum, ob der halbe Bankenapparat in Österreich auf Luft aufgebaut ist, die in der Bilanz steht, oder ob das wirklich noch einen Wert hat. Und meine Aufgabe wird halt sein, diese Behauptung entsprechend zu beweisen, aber diese Leute versuchen mich überall mundtot zu machen. Und gestern musste ich eine Veranstaltung live aus dem Auto abhalten. Ich konnte dort nicht erscheinen, weil die Exekutive mit Gerichtsvollziehern dort erschienen ist und mich abholen wollte von dieser Veranstaltung. Es war natürlich furchtbar dramatisch, die Leute haben alles gefilmt und ich habe dann live vom Auto aus diese Amtshandlung durchgeführt und dann meine Ansprache gehalten. Ja.
Danke, es war furchtbar spannend. Für mich ist es toll, weil ich einfach sehe, dass das Volk und die Bürger das ehrlich meinen. Der Geheimdienst ist, der am besten funktioniert, nämlich deswegen, weil er die Wahrheit aufdeckt. Und an dem sollten wir dranbleiben, weil ich glaube, dass wir diesen Global General Strike nicht erst im Jahre 2020 umsetzen können, sondern schon viel früher. Ich möchte mich an der Stelle auch herzlich für die Einladung bedanken. Ich komme aus Österreich, das war nicht zu überhören. Wir werden euch unterstützen, weil das, was Greenpeace tut, global, damit wir im Frieden mit unseren Tieren leben, das, was World Wildlife Fund tut, das, was Organisationen wie Occupy tut, wo jetzt übrigens der Wirtschaftswissenschafts-Nobelpreisträger Josef Stiglitz sich offen dazu bekannt hat, ein Mitglied der Occupy-Bewegung zu sein. Das ist ja großartig, weil wir einen Opinion Leader dafür gewinnen konnten, sich einer Behauptung anzuschließen, die letztlich dieses ganze System entlarven möchte. Und jemand, der in der Weltbank und im IWF jahrelang tätig war und aus Protest diese Institutionen verlassen hat, weil er ihren Unterdrückungsmechanismus nicht mehr akzeptieren wollte, den sollten wir unterstützen. Und wenn wir Occupy, WWF, Greenpeace und alle anderen zusammenführen, dann schaffen wir es, dass wir irgendwann einmal auch 1 Milliarde sind. Und dafür sollten wir kämpfen. Liebes Berlin, ade, ich wünsche euch was. Soll ich das vorlesen? Friede in Heimat, Friede in ganze Welt, keine Krieg, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Türkei. Berlin ist die Friedenshauptstadt der ganzen Welt! Ich finde das großartig. Ich kann abschließend nur eines sagen. Wir müssen es so tun, wie es die Evolution gemacht hat. Die hat keine Rücksicht darauf genommen, ob das, was sie versucht, erfolgreich ist. Sondern das, was nicht funktioniert, wird ausselektiert. Wir müssen nur einmal öfter aufstehen, als wir herfallen. Dann haben wir gewonnen. Schönen Abend, Berlin. Arbeit Friedmann, vielen herzlichen Dank. Eine tolle Rede. Wahnsinn.